Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem Jurassic World Evolution 2 Video, in dem wir uns mal nochmal ein paar neue Mods anschauen für das Spiel. Und die erste, die wir uns hier anschauen, ist eine neue Allosaurus-Variante, nämlich die Variante von Big L. Das ist aus meiner Lieblings-Dinosaurier-Dokumentation von früher. Die Legende von Big L hieß sie, glaube ich. Und da war halt ein Allosaurus, der hatte eine Fußverletzung und da wurde das Fossil gefunden. Und anhand von diesem Fossil wurde halt die Geschichte von dem Allosaurus erzählt. Und der sah so aus. Ich mag tatsächlich die Variante sehr, sehr gerne. Kann natürlich auch viel damit zu tun haben, dass ich so ein bisschen diesen Nostalgiefaktor genieße, weil ich das halt so gerne geguckt habe früher als Kind. Und das Coole ist halt auch, man hat da wirklich ganz, ganz viele neue Skins. Also hier ist der jetzt, das Bild wurde auch angepasst. Und man kann dann halt hier diese Variante auswählen. Und dann kann man dort auch nochmal ganz viele verschiedene Farben machen. Also das ist jetzt der von Walking with Dinosaurs 2001. Und da kann man aber auch noch variieren. Kann ich euch am besten im anderen Menü zeigen im Moment. Da könnt ihr dann nämlich auch gleich die Farben sehen. Also das ist jetzt der... Versuch mal die Kamera gut auszurichten. So, das ist der Standard-Skin. Aber man kann den auch noch variieren. Also man kann hier wirklich die Farben dann noch anpassen. Die sehen alle ziemlich gut aus, muss ich sagen. Ihr seht schon, ne, wie viele Farben das sind. Ich habe jetzt nicht mal alle durchgemacht. Ja, auch viele Kombinationen, die ich anklicken kann. Und was auch schön ist, man kann noch die anderen Skins nehmen. Also den Dominion und den normalen Allosaurus auch. Also es ist alles verfügbar. Also man kann auch so einen komplett dunklen machen. Und dann haben wir zwei Big Ls in verschiedenen Farben. Und die nächsten Mods, die wir uns anschauen werden, das sind neue Deko-Objekte. Ich sag extra Mods, weil es sind, glaube ich, vier verschiedene Mods. Da haben wir einmal hier diese Trauerweiden. Die kommen aus Planet Zoo. Die wurden hier ins Spiel eingefügt. Trauerweiden sind sehr, sehr schöne Bäume. Diesen hängenden Blättern oder... Was sind das denn? Ranken? Blätter? Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Gibt es in drei verschiedenen Varianten. Die fügen sich auch ganz gut ins Spiel, finde ich. Jetzt farblich, natürlich heben die sich ein bisschen ab von den anderen Bäumen. Aber wenn man das Biom hier so ein bisschen gestaltet, dann sieht das sicherlich ganz gut aus. Aber es kommen auch weitere Objekte, denn wir haben auch noch Mangroven. Das sind auch die Mangroven aus Planet Zoo. Also ihr seht schon, hier wurden halt einige Bäume von Planet Zoo rübergebracht ins Spiel. Was ich sehr, sehr gut finde. Die Trauerweiden passen jetzt hier nicht so gut rein wie zum Beispiel die Mangroven. Aber ich will euch das halt auch einfach nur zeigen. Dann haben wir auch noch hier diesen Termitenhügel, der wurde auch eingefügt. Mangroven sind übrigens auch drei verschiedene. Und zu guter Letzt haben wir noch diese, wie hießen die denn nochmal, Affenbrotbäume auf Deutsch? Ich weiß es gar nicht. Hießen die so? Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn ich falsch liege. Also auf jeden Fall diese afrikanischen Bäume mit diesen riesigen Stämmen. Die kennt ihr sicherlich. Kommen auch aus Planet Zoo. Passen natürlich jetzt hier nicht so gut in die Gegend. Aber das sind jetzt vier verschiedene Mods, die ich euch gezeigt habe. Einmal die Trauerweiden, dann die Mangroven, die Termitenhügel sind eine einzelne Mod. Und auch diese Affenbrotbäume. Und das hier ist die nächste Mod. Ein Triceratops, der Einhorn, ja, beim Kampf verloren hat oder durch Wilderer. Die Geschichte dahinter könnt ihr euch ausdenken. Finde ich aber eine coole Idee. Sieht irgendwie echt besonders aus gerade. Der einhörnige Triceratops. Dreh dich nochmal in die Sonne. Oh. Okay, das wollte ich nicht. Ich wollte nur, dass du dich in die Sonne drehst. Über die falsche Achse nur. So. Du Schlingel. Jetzt bist du ja wieder nicht in die Sonne gedreht. Jetzt können wir uns das auch mal angucken.
Es sieht halt eher abgesägt aus, so gerade wie das ist. Aber kann natürlich sein, dass es im Kampf verloren hat und dann wurde irgendwie medizinisch behandelt und das wurde einfach begradigt. Boah, ich finde die Idee super. Sieht echt cool aus. Ist auch eine neue Variante. Ich kann euch das hier mal eben zeigen. Da kann man dann hier unten auswählen, statt dem 1993 Triceratops auch noch zusätzlich den einhörnigen 1993 Triceratops. Das heißt, es ist der gleiche Skin wie aus dem Film. Und ich habe auch hier schon was vorbereitet, denn wir lassen jetzt auch nochmal den zweihörnigen frei. Dann können wir die mal nebeneinander sehen. Ich spule auch mal vor. Dann kann man das, glaube ich, ganz gut schon sehen. Ist einfach genau der gleiche Skin. Nur halt einmal ohne ein Horn. Da könnte man dann halt auch so eine richtige Herde machen und dann hätte nur der eine was verloren. Ich finde, das macht die Dinosaurier auch echt lebendiger und irgendwie besonderer, wenn die dann solche Merkmale haben, wie zum Beispiel ein verlorenes Horn. Finde ich ganz cool, solche kleinen Details. Würde ich mir mehr wünschen für das Spiel. Und das war noch nicht alles. Also bei der Mod ist auch noch ein Deko-Objekt dabei. Nämlich das fehlende Triceratops-Horn. Das kann man dann auch noch platzieren. Finde ich auch eine coole Idee. Könnte man dann halt, wenn man ein Gehege baut, vor das Gehege oder so platzieren. Platziert dann sozusagen so ein bisschen die Geschichte von dem Triceratops. Wie traurig. Da ist das Horn. Und da fehlt es. Ja, finde ich sehr cool. Ist auf jeden Fall eine richtig coole Idee für eine Mod. Und das hier ist die nächste Mod, die ich euch zeigen möchte. Eher so eine Fun-Mod. Ein bisschen Star Wars in Jurassic World Evolution 2. Das ist ein AT-AT, den kennt ihr sicherlich aus dem Film. Mit Brachiosaurus-Stimme. Das sieht bescheuert aus. Aber ist auch eine witzige Idee, deswegen wollte ich es euch auch zeigen. Die Kamera ist leider nicht so schön, wenn man den angeklickt hat. Weil der halt wesentlich kleiner ist als der Brachio. Aber die Bewegung von den Füßen sieht gar nicht so schlecht aus, oder? Hier hat auch vorne seine Kanonen. Jetzt sozialisieren sich die zwei AT-ATs. Sie verschmelzen ineinander. Oh ne, jetzt hat er sich gedreht. Was passiert jetzt? Das sieht schon sehr interessant aus. Ich glaube, das war's schon. Ach, schade. Ich dachte, da passiert noch was. Das sah auf jeden Fall sehr seltsam aus. Und jetzt trifft der AT-AT auf einen Dinosaurier. Er will sich in den Wald flüchten. Nee, doch nicht. Aber er versucht wegzurennen. Aber das bringt gar nichts. Er wird angeknabbert. Und dürfte auch gleich down gehen. Kann sich ganz schön schnell bewegen. Und da klappt er zusammen. Ist ja quasi wie im Film. Wenn die da diese Seile um die Beine machen und dann kippt er so um. Und wo wir gerade eh schon bei den eher lustigen Mods angekommen sind, zeige ich euch noch eine weitere. Diese bringt nämlich Lego-Dinosaurier ins Spiel. Das ist jetzt der Lego-Tyrannosaurus Rex. Den gibt es in 5 verschiedenen Varianten. Die können wir alle platzieren. Überschreiben leider die anderen Varianten. Aber jetzt haben wir 5 Lego-Rexies im Park. Sieht total bescheuert aus. Aber die Bewegung und sowas passt natürlich. Hier oben sind auch die Noppen, wo man es drauf befestigen kann. Aber das war noch nicht alles, denn es gibt auch noch den
Wo haben wir ihn denn? Den Dilo. Den gibt's auch als Lego-Variante. Ich glaube, den kann man auch farblich variieren. Genau, den kann man sogar komplett anpassen hier. Oh, wo rennt er denn hin? Sieht aber auch sehr, sehr witzig aus. Da hinten läuft der Rexy. Und jetzt sehen wir mal die beiden Lego-Varianten gegeneinander kämpfen. Oh, ich glaube, der hier ist gestorben. Damit hat der Rexy gewonnen. Oder kämpfen die noch weiter? Nee. Okay, der Rexy chillt sich hin. Ich glaube, der frisst jetzt einfach seinen Mate. Oder? Nee, doch nicht. Ist einfach in Panik. Das ist auf jeden Fall auch eine lustige Idee, diese Lego-Dinosaurier ins Spiel zu bringen. Und das waren jetzt auch alle Mods für heute. Also das waren ja wirklich einige. Ich verlinke euch die alle unten in der Videobeschreibung. Und ihr würdet mich sehr unterstützen, wenn ihr das Video liken würdet und einen Kommentar schreibt. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.